Beim vergangenen News-Interview haben wir ja schon die ganzen Daten und Fakten zu der Mitmachkunst hier im Turm bei der Agentur für Arbeit in Schwäbisch Hall erfahren. Jetzt erfahren wir mehr über das ganze Künstlerische. Neben mir Tobias Bauer, Grafikdesigner hier in Schwäbisch Hall im ET-Studio. Wie genau kamen Sie zu dem Projekt, beziehungsweise warum wollten Sie dieses Projekt durchführen? Der Herr Messner von der Agentur für Arbeit kam auf uns zu, das heißt auf uns, Graffiti Schwäbisch Hall, und auf mich als Grafikdesigner, um hier die Fassade von dem Treppenhausturm zu gestalten und auch das Ganze ein bisschen weiter aufzuhübschen und das illegale Graffiti einzudämmen. Das war der Grund. Mhm. Das ganze Projekt heißt ja Mein Schwäbisch Hall. Das bedeutet, alle, die aus Schwäbisch Hall kommen bzw. zugezogen sind oder eben in Bezug zu Schwäbisch Hall haben, können da mitmachen. Wie genau sollen die Künstlerinnen mitmachen? Also soll das ein gemaltes Bild sein oder kann es auch ein Gedicht sein? Sind da irgendwelche Grenzen? Grenzen sind nicht gesetzt, kann alles sein. Es kann ein textlicher Beitrag sein, der in Textform abgegeben wird. Es kann ein Bild sein, das ich male. Es kann bildhaft quasi die Michaelskirche sein, was wahrscheinlich der meiste Beitrag sein wird. Es kann aber genauso auch ein Gefühl sein, wenn ich durch den Park laufe oder durch die Stadt irgendwie, den ich abstrakt irgendwie auf Papier bringe. Ja? Und das Ganze wird dann zusammen mit den Künstlern auf die Wand dann übertragen, mit Sprühdose, mit Pinsel, Farbe, mit Markern. Oder wir als Kuratoren bzw. Graffiti Schwäbisch Hall übertragen das dann quasi für die Künstler auf die Wand. Genau. Sie werden vorab hier Bilderrahmen schaffen, wo dann eben die Kunst dann dort übertragen wird. Wie gesagt, entweder durch Sie selbst oder eben durch die Künstler direkt. Welche Größen haben denn so die ganzen Kunstwerke oder die Bilderrahmen? Also ausgewählt, haben wir jetzt mal gesagt, wären 60 Bilder, die dann in unterschiedlichen Größen von A3 Größe auf A0, 1 auf 2 Meter. Ja, das ist eigentlich komplett unterschiedlich. Das hängt dann von den ganzen Bildern auch ab, was wir da jetzt in den Beiträgen reinbekommen. Mhm. Ja, und da passen wir uns natürlich darauf an, dass die Bilder bestmöglich dann quasi rüberkommen. Genau. Was würden Sie sagen, warum soll man da mitmachen bei dieser Mitmachaktion? Weil man die Möglichkeit hat, jetzt selber quasi die Stadt zu gestalten. Ja? So ein Treppenhausturm, was so ein öffentliches Gut ja ist, man läuft da durch, kann da jetzt irgendwie einen künstlerischen Beitrag dazu leisten und es hängt hier dann bestenfalls für die nächsten zig Jahre. Ja? Und das ist eigentlich was Tolles, dass man da gemeinsam ja schon in so einer Stadt lebt und arbeitet und jetzt auch noch irgendwie da seinen Teil dazu beizutragen. Ja. Für alle, die jetzt auch Lust haben, an der Mitmachaktion mitzumachen, wo kann man sich denn informieren und vor allen Dingen, wo schickt man auch seine Bilder hin? Okay, also es gibt eine Webseite, die heißt www.mitmachkunsthall.de. Da gibt es die ganzen Infos drauf, die Teilnahmebedingungen und abgeben kann man es per E-Mail, digital, indem man das Kunstwerk einfach abfotografiert oder dann in den Abgabestellen in der Agentur für Arbeit hier oder dann im Kulturbüro in Schwäbisch Hall. Sehr schön. Also werdet kreativ und macht mit. Genau, jeder mitmachen. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.